Hi, schön, dass du da bist. Ja, das Wetter wird langsam dann doch ein bisschen kälter draußen. Gerade morgens früh ist es mittlerweile schon sehr kühl. Die Blätter werden langsam ein bisschen braun-orange. Also die perfekte Zeit, um dir jetzt mal meine Top 10 Düfte zu zeigen. Also bleib dran, nach dem Intro geht's los. Hi, ich bin Chris, du bist hier bei Sense of Gents und heute soll es darum gehen, dass ich dir meine Top 10 Herbstdüfte vorstellen möchte. Ja, einige meiner Kollegen waren bereits schon aktiv und haben diese Listen schon hinter sich gebracht. Ich empfand das aber, sage ich mal, bei Temperaturen um die 30 Grad dann doch noch etwas früh. Wir kommen jetzt so langsam dahin, dass wir herbstliche Temperaturen bekommen. Also tagsüber haben wir ja immer noch 23, 24, 25 Grad, aber morgens früh ist es schon sehr kalt und da mag ich es auch jetzt schon sozusagen, meine Herbstdüfte zu tragen. Ja, ich habe dir 10 Stück mitgebracht. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch und los geht's. Platz Nummer 10 geht dieses Jahr an Givenchy Gentleman und nicht an das Eau de Parfum oder das Le Parfum oder den Reserve Privé, wie man meinen könnte. Nein, ich mag viel lieber den Eau de Parfum Boisé. Das ist dieser Kandidat hier. Warum? Das erzähle ich dir auch einfach. Die anderen Kandidaten. Mit der Reserve Privé zum Beispiel oder der Parfum, die haben sehr viel dunkle Noten drin oder alkoholische Noten, wie der Reserve Privé zum Beispiel, die durchaus, wenn es so richtig knacke kalt ist, super kommen. Jetzt im Herbst, wo wir durchaus auch nochmal milde Tage da haben, da brauche ich nicht so einen ganz schweren Brecher, sondern was ich mag, ist hier eben diese pudrige Iris, die hier mit drin ist, mit leichter Frucht, also ich meine, hier ist eine leichte Birne mit drin und sehr vielen hellen Hölzern. Also dieser Duft ist nicht so dunkel und so schwer und so tief wie die anderen Vertreter aus der Reihe, sondern hier etwas leichter gehalten. Ist kein frischer Duft, das gleich vorneweg zu sagen. Es bleibt ein Irisduft, der mit seiner Pudrigkeit daherkommt. Aber durch die hellen Hölzer ist er durchaus wesentlich flexibler, universeller, verwendbar. Und deswegen auch gerade jetzt, wo wir morgens früh es kalt haben und dann Richtung Mittag doch noch milde und warme Tage bekommen, sehr, sehr brauchbar. Ja, er steht ein bisschen in dem Schatten zu seinen Brüdern sozusagen, wie ich finde, aber zu Unrecht. Und ja, mein Platz 10 ist auf jeden Fall mal eine Betrachtung wert. Platz Nummer 9 geht auch wieder an einen pudrigen Duft. Ja, Iris ist eine der Hauptnoten für mich gerade im Herbst, die super tragbar sind, die ich sehr gerne mag. Und auch ein Oud zum Beispiel, da kommen auch noch ein paar Düfte dazu, finde ich auch immer gut. Aber nicht animalisches Oud, sondern ja, ein bisschen rauchig, bisschen schon holziges Oud. Aber jetzt sind wir bei einem Kandidaten, der wie gesagt wieder Iris mit drin hat, gepaart mit einer leichten Bußnote und Leder. Ja, der kommt aus dem Hause Dior, heißt Dior Homme. Und jetzt im Speziellen nicht der Intense, den finde ich auch super, aber es gibt einen, der noch besser ist, und zwar das Parfum. Das ist dieser hier. Der ist durchaus in Deutschland in Anführungsstrichen schwieriger zu bekommen. Ach, super. Ja, das ist Pudrigkeit in Perfektion schon, wie ich finde. Wie gesagt, in Deutschland schwieriger zu bekommen. Den musst du, wenn du den haben möchtest, direkt bei Dior bestellen. Ich habe ihn, meine ich, zwar schon in kleineren Parfümerien in den Online-Shops dazu gesehen, aber durchaus wirklich sehr, sehr selten. Wenn du den haben willst, über die Dior-Seite bestellen. Oder, und das ist mein kleiner Geheimtipp, wenn du nahe der niederländischen Grenze wohnst, fahr mal irgendwie am Wochenende rüber in die nächste größere Stadt und schau dir mal da in der Parfümerie die Düfte an. Dort wird man durchaus auch fündig. So bin ich nämlich fündig geworden hier bei dem Dior Homme Parfum, habe den dort gefunden. Tatsächlich auch noch zu einem reduzierteren Preis. Dior selber auf der Seite reduziert die Preise nicht. Ja, dann kannst du dir da nämlich ein Flakon durchaus sichern. Und wie ich finde,
Der gehört tatsächlich, wenn man auf pudrige Düfte steht, die auch noch eine leichte Ledernote haben, auch in deine Sammlung mit rein. Und ich finde, wenn du eigentlich fast auch nur einen Duft haben möchtest im Herbst, das wäre eine gute Wahl, denn hat auch was Besonderes, kann im Büro verwendet werden, da ein bisschen vorsichtiger sprühen. Aber damit liegst du immer richtig und wie ich finde, hast du hier einen sehr schönen maskulinen Duft. Platz Nummer 8 geht dieses Mal an ein Haus, das habe ich auch letztes Jahr, meine ich, in der Herbstliste vorgestellt. Und wie ich finde, kommt die Brand tatsächlich hier in der Parfüm-Community doch etwas kurz. Also ich höre sehr wenig darüber, wie ich finde, aber zu Unrecht. Und gerade im Herbst habe ich diesen Kandidaten hier sehr gerne und trage den auch heute zum Beispiel. Und zwar rede ich von dem Bottega Veneta Pur Homme. Das EDT. Wie riecht der? Der riecht, als würdest du in einem Wald spazieren gehen und würdest dort an vielen Pinien, an vielen Tannenzweigen vorbeilaufen. Also du hast grüne Noten, sehr erdige Noten, vielleicht auch ein bisschen krautige Noten und im Drydown kommt dann auch noch eine dezente Ledernote dazu. Also für mich ist das tatsächlich so, ich sag mal, ein sehr spätsommerlicher Waldspaziergang, wo man eben auch noch so ein bisschen die Dufteindrücke der Blätter mitbekommt. Das ist dieser Kandidat hier für mich. Der hält wirklich super gut, also 8 bis 10 Stunden überhaupt kein Problem. Er ist, jetzt Achtung, sehr maskulin. Für die Damen, ihr könnt zwar den auch tragen, aber ich glaube nicht, dass er euch gefallen wird. Und eher für das Publikum. Naja, also ich hätte jetzt mal gesagt, die 30 solltet ihr schon hinter euch haben, dann ist der was. Der hat halt nicht diese jugendliche Leichtigkeit mit drin, sondern ja, das ist eher so ein kerniger Kerl in einer Lederjacke auf einem Waldspaziergang. Ich glaube, das Bild beschreibt es ganz gut. Ja, wie gesagt, den findet ihr tatsächlich noch relativ gut. Der ist auch häufiger mal im Discount oder rabattiert. Bottega Veneta, die haben ganz viele tolle Düfte, aber für den Herbst ist der Pur Homme einer meiner Lieblingsdüfte, die ich sehr gerne trage und wie gesagt auch heute trage. Platz Nummer 7 ist ein Kandidat, der erst seit kurzem in meiner Sammlung ist, über den ich auch vor kurzem ein Einzelvideo gemacht habe. Das verlinke ich dir mal hier oben rein. Kannst du dir ja mal gerne angucken. Und zwar geht es um den Weihrauchduft für Weihrauchanfänger. Ich selber bin ja nicht der riesen Weihrauchnoten-Fan, weil, wie gesagt, das wird mir streng oder relativ schnell zu sehr kirchlich sozusagen. Und Weihrauch ist schon eine sehr eigene Note, aber dieser hier, der macht es oder hebt es auf ein erträgliches Level. Und zwar rede ich von dem Boss Bottled Elixir. Ja, wieder ein Elixir oder ein Elixir, was neu released worden ist. Wie gesagt, der Sprüher, das ist echt ein Rückschritt. Aber hier haben wir eben einen Weihrauchduft, der mit Patchouli arbeitet. Das heißt, wir haben ja auch sehr erdige Noten mit drin. Wie ich finde, auch ein bisschen eine leichte Süße, eine leichte Vanillenote. Und was ich auch wahrnehme, ist so minimal dezent im Hintergrund, aber die Boss Bottled DNA, also eine leichte apfelige Note. Da muss man schon wirklich gut hinriechen. Aber im Prinzip für mich, wenn man bildlich sprechen möchte, ist der Boss Bottled Elixir wie so ein schicker Wollmantel, den man auch casual tragen kann, der einen warm umhüllt und einem dieses gute Gefühl gibt. Auch mal an besonderen Momenten, zum Beispiel ein gutes Piece zu sein, was man mitnehmen kann. Ja, der einfach eine gute Aura um mich erzeugt. Er wird gut wahrgenommen. Also da kann man nichts falsch machen. Außer, und das sage ich auch ganz offen, man kauft den zum Vollpreis, denn da ist er doch sehr teuer. Gerade für einen Boss Bottled ist der extrem teuer. Seht zu, wenn ihr euch den organisieren wollt. Den gibt es ab und zu für unter 100 Euro. Ich sag mal, in dieser 90 Euro Preis-Range, da ist der schon sehr brauchbar. 50 Milliliter gibt es dann auch für noch günstiger, also
ein bisschen günstiger entsprechend. Vielleicht reicht auch das erstmal, denn ich glaube, von dem hier muss man auch nicht so viel sprühen. Der hält relativ gut, ist aber wie gesagt für ein Boss Bottled unter normalen Umständen sehr teuer. Da kann ich verstehen, dass die Diskussionen einhergehen, dass man keinen Boss Bottled 100 Milliliter für 138 Euro kaufen möchte. Deswegen, wie gesagt, holt euch eine Abfüllung oder eben achtet darauf, dass ihr den im Discount bekommt. Der ist aber auf jeden Fall sein Geld wert, wie ich finde. Also um die 90 Euro ist er auf jeden Fall wert. Gutes Gefühl, Weihrauch für eine gewisse besondere, leicht dunkle Aura. Das Erdige macht einen männlichen Duft da draus. Ist sehr schön, ich mag ihn sehr gerne und werde ihn sicherlich in diesem Herbst noch häufiger tragen. Platz Nummer 6 geht dieses Jahr an einen Duft, der mich sozusagen in die teure Welt der Düfte gebracht hat. Also vorher war ich im klassischen Bereich unterwegs, halt auch viele Boss-Düfte gehabt. Aber das war so mein erster Duft, der sozusagen, naja, eigentlich Nische, würde man sagen, vom Preis her, es ist aber eigentlich ein Designer streng genommen, dahin geführt hat. Und ich finde den nach wie vor besonders schön, besonders gut, auch wenn sich hier die Geister streiten. Ich rede über den Oud Wood von Tom Ford. Ja, mittlerweile ein Klassiker. Also es gibt nur noch wenige sozusagen, die diesen Duft nicht kennen. Für die, die ihn noch nicht kennen sollten, was haben wir hier? Wir haben einen sehr holzigen Duft. Ne? Oud ist an sich schon eine Holzkomponente oder eine holzige Komponente, die entweder in der Form rauchig animalisch daherkommen kann oder so wie hier eher frisch und leicht, man würde sagen, so medizinisch wirkt. Also clean, sauber, bisschen so steril. Wood steht alleine für sich ja genommen auch schon für Holz, Wald und holzige Töne. Das heißt, wir haben jetzt einen sehr holzigen, frischen Duft tatsächlich auch. Den kann man wunderbar tragen im Büro, den kann man wunderbar an kälteren Tagen tragen. Für das Ausgehen würde ich sagen, fehlt ihm so ein bisschen das Besondere tatsächlich, weil er so ein guter Alltagsduft auch ist. Da würde ich dann eher andere Düfte nehmen aus der Tom Ford Reihe. Aber dieser hier ist im Prinzip über den Tag gesehen genau das, was man braucht. Und vielleicht auch aus dem Grund sozusagen keine schlechte Wahl, wenn er vielleicht auch auf deiner Haut nur, ich sag mal, 4-5 Stunden hält, weil dann hast du die Chance, gegen Abend dann auch noch einen anderen Duft zu tragen, wenn dieser hier schon verflogen ist. Jetzt kann man natürlich wahrlich darüber diskutieren, ob man irgendwie über 200 Euro für einen Duft mit Plastikkappe und mittelguten Sprüher, manchmal auch schief aufgeklebten Etikett bezahlen möchte. Für mich zählt in diesem Fall die Erinnerung dran, was hat der Duft für mich bedeutet, beziehungsweise bedeutet er heute für mich. Er hat, wie gesagt, die unfassbar schöne DNA, die ich sehr, sehr gerne trage im Herbst. Und deswegen kann ich hier nicht neutral bleiben, was den Duft angeht, sondern liegt mir einfach am Herzen und für den, ja, feiere ich jetzt hier gerade ein Plädoyer. Wenn du eine Alternative suchst und sagst, okay, ich kann auch mit animalischen Noten arbeiten und mag die sehr gerne, dann schau dir mal von Nishane den Credo an. Der hat, wenn die Kopfnote vorbei ist, eine sehr starke Ähnlichkeit zu dem Oud Wood. Wie gesagt, man muss diese animalische Noten am Anfang ein bisschen überstehen. Das ist nicht so meins. Oder alternativ gibt's von Tamin den Carved Oud. Der geht ebenfalls in die ähnliche Richtung, wenn nicht sogar fast identische Richtung. Die kannst du dir auch mal anschauen. Hat, glaube ich, sogar noch eine bisschen bessere Haltbarkeit. Preislich ist der aber tatsächlich, wenn man den hier nicht im Discount kaufen kann für um die 150 Euro, da sieht man den sehr häufig. Den Tamin kriegt man doch eher um die 200 Euro und häufig eben nicht rabattiert. Ja, das ist der Oud Wood und wie gesagt, für mich einer der schönsten Herbstdüfte, die es derzeit gibt. Platz 5 geht dieses Jahr an einen Duft, in dem ich mich sehr getäuscht habe. Ich habe mal ein Video zu dem gemacht, da habe ich gesagt, das riecht so, als würdet ihr in einen Seifenladen gehen, wo ihr so verschiedene oder Kerzenladen, wo ihr diese Duftkerzen kaufen könnt und bekommt, wenn ihr in die Tür reingeht, sofort die Dufteindrücke von allen Geschmacksrichtungen, die dieser Kerzenladen so anzubieten hat, oder dieser Seifenladen. Ihr werdet förmlich von künstlichen Aromen komplett erschlagen, aber irgendwo im Hintergrund, da geht so eine Kerze gerade aus, ihr habt so eine leichte rauchige Komponente. Ich würde das nach wie vor
ja, nicht mehr ganz so hart formulieren, aber im Prinzip ist es schon ein sehr fruchtiger Duft mit einer leichten rauchigen Komponente. Und ich rede von Paragon von Initio oder Initio. Das ist der neueste hier aus dieser Hedonistik-Reihe. Der hat als fruchtige Komponente die Pflaume mit dabei. Und die wird unterstrichen von einem sogenannten weißen Salbei, der so ein bisschen eine Frische mit reinbringt, würde ich sagen. Also man hat hier auch so ein bisschen im weitesten Sinne Weichspüler mit drin. Ne? Also wenn ihr an so einem Lenore, dieses weiße Lenore zum Beispiel dran riecht, das hat auch irgendwie so einen Salbeiton mit dabei. Sowas Ähnliches findet ihr hier auch. Was diesen Duft aber so besonders macht, ist seine Haltbarkeit und seine Entwicklung auf der Haut. Er ist so konzipiert, dass man ihn über den Tag hinweg immer wieder mal wahrnimmt. Man hat auch manchmal den Eindruck, als wäre er gar nicht da. Und dann kommt er trotzdem, wenn man sich bewegt, plötzlich wieder auf und hat dann entsprechend, wirkt er wieder wie neu aufgesprüht oder fast wie neu aufgesprüht. Plus dieser Salbei, der hier mitströmt, der hat immer so ein bisschen was teilweise Beruhigendes, aber auch teilweise was Belebendes. Ja? Also diese Komponente, die wechseln sich so ein bisschen ab. Sie sollen so den Geist anregen, dieses Spirituelle. Und ich finde, das macht der Duft ziemlich gut und auch deswegen so ein bisschen besonders. Diese Überladung von fruchtigen Noten, je mehr man den testet, finde ich, desto mehr verschwindet das und es kommt tatsächlich diese Pflaume raus. Deswegen ist hier halt auch so ein Duft, wo ich sage, wenn ihr den mal riecht und der gefällt euch beim ersten Mal nicht, dann gebt dem noch eine zweite und vielleicht auch eine dritte Chance. Probiert den immer mal wieder aus. Ich könnte wetten, dass Paragon euch auch dann mal kriegt letzten Endes. Also der ist wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir. Ja, ist im Prinzip nach Rehab der zweitliebste Duft, der Musk Therapy. Der geht halt, finde ich, nur im Sommer und damit ist er halt sehr eingeschränkt verwendbar und hat halt diese Solero-Note. Kann man machen, ja, ist jetzt nicht so mein Fall letzten Endes, ja. Aber der Paragon, sehr schön und wie gesagt, für den Herbst super geeignet. Platz Nummer 4 geht an ein Haus, das ich sehr feiere für ihre Philosophie. Die Marke steht dafür, dass sie ihre Öle sehr natürlich herstellen. Sie haben auch eigene Plantagen, wo sie ihre Blüten, ihre Pflanzen für die Ölextraktion selber herstellen, selber wachsen, selber anbauen. Und dann halt eben auch in der Produktion sehr darauf achten, möglichst naturgetreue oder natürliche Rohstoffe zu verwenden. Fairerweise sei hier erwähnt, dieser Flakon, aber auch nur dieser, ist mir zur Verfügung gestellt worden von der Marke. Und hier geht auch ein Gruß an Kai Porten raus, der mir diesen Duft dann auch zugeschickt hat. Dafür vielen Dank. Es ist tatsächlich mein zweitliebster Duft. Jetzt habe ich es aus der Marke. Und zwar ist das der Bois d'Ébène, ein Ebenholzduft. Ja, wie riecht denn jetzt Ebenholz, werden viele fragen. Also, wie gesagt, Sprüher phänomenal gut. Da kann man hier bei der Marke überhaupt nichts sagen. Wir haben hier einen sehr dunklen, holzigen Duft, der eine gewisse, ja, leichte Putrigkeit mit drin hat, der sehr harsch ist in der Kopfnote, wie ich finde. Also man merkt schon, dass es ein sehr männlicher Duft ist, minimale rauchige Komponenten hinten dran, die aber im Verlauf des Drydowns sich tatsächlich dann wieder zurückziehen. Wir haben dann so eine gewisse, wie ich finde, tatsächlich auch cremige Komponente, die dazu kommt. Und das Ganze legt sich dann wie so ein angenehmer Schal um den Hals. Und du hast den ganzen Tag so ein angenehmes, holziges Aroma um dich herum. Was dann, und ich meine, leichte, naja, süßliche Komponenten auch damit zu riechen dann im Laufe des Drydowns. Das bekommst du jetzt hier an der Stelle. Das heißt, der ist halt super, weil er dich zum einen den ganzen Tag umgibt und sich dann immer mal auch wieder so ein bisschen dreht im Duftverlauf. Und wenn du auf dunkle Hölzer stehst, beziehungsweise den Geruch von sehr holzigen Düften, sehr holzige Aromen magst, ein bisschen was mit Rauch anfangen kannst und dir
eine nicht zu übertriebene Süße, sondern wirklich dezent im Hintergrund, wirklich super handwerklich gemacht, magst, dann empfehle ich dir sehr, den Bois de Benne, den auch mal zu testen. Ja, generell, die Marke macht sehr viele gute Düfte. Wie gesagt, das ist einer meiner Favorites. Platz Nummer 3 geht an BDK Parfum. Und ja, auch ich nehme dieses Jahr wieder den Bestseller oder den vermutlichen Bestseller aus dem Hause. Aber ganz ehrlich, der ist auch einfach wunderschön, wie ich finde. Und zwar den, jetzt habe ich den Deckel schon abgemacht, den Gris Charnel. Ja, Gris Charnel ist ein Feigenduft. Und zwar ein putriger Feigenduft. Oh, dieser Sprüher. Habt ihr das gesehen? Ich mach's nochmal. Klasse, wirklich sehr gut. Also pudrige Feige mit süßer Untermalung. Das ist das, was ihr hier bekommt. Der Duft ist sehr linear, wie ich finde. Der läuft da so tatsächlich seine 7, 8, 9 Stunden durch, so rum. Ist genau diese Pudrigkeit, die man bekommt. Aber wie ich finde, das ist so schön miteinander verwoben. Und gerade auch als Mann, der sich mal was traut, der sollte diesen Duft nehmen. Denn im ersten Verlauf würde man meinen, der ist sehr feminin. Es gibt aber sehr viele Männer, die ihn tragen. Und ich würde sagen, es ist auch so ein bisschen ein Statement, das man hier mit hervorruft. Ich finde nicht, dass man sich scheuen sollte, diesen zu tragen. Also im Sommer gibt es ja auch viele, die Herba Pura tragen, wo ich sage, ah, das ist schon hart an der Grenze. Das muss man schon mögen als Mann. Mein Fall wäre es nicht. Hier haben wir, wie gesagt, diese pudrige Feige, die ich dir sehr ans Herz lege, mal anzugucken. Und wie gesagt, diesen Duft, den bekommt man tatsächlich sehr häufig auch im Angebot bei verschiedenen Parfümerien, dass man nicht die 179 Euro bezahlen muss, sondern irgendwas, ich sag mal, ein guter Preis ist um die 130 bis 150 Euro. Für dich auch nochmal ein kleiner Hinweis zum Extrait. Das Extrait, wenn du es gern markanter magst, und für mich hat das Extrait so ein bisschen eine Gumminote mit dabei, so ein bisschen wie als wäre es verbrannter Gummi. Also du merkst, er wird dann ein bisschen dunkler, ein bisschen tiefer, hat aber auch die putrige Feige mit drin und sagst, das liegt mir mehr. Dann wäre das der Kandidat für dich. Für mich, ich mag es nicht so ganz so dunkel in dem Fall, in der Kombination, sondern ich erfreue mich dran, dass wir hier diese Irisfeigen süßliche Komponente mit drin haben, leichte Holzigkeit, die es einfach schön macht, im Herbst getragen zu werden. Platz Nummer 2 geht wieder an Matière Première, aber dieses Mal habe ich mir den Flakon selber gekauft und damit hat sozusagen auch meine Reise bei Matière Première angefangen. Das Gleiche natürlich von der Philosophie her gilt auch für diesen Duft. Hier werden auch die Blüten selber angebaut und gepflückt. Es geht um einen Rosenduft aus dem Hause und da dieses Haus nicht so viele hat, Rosendüfte kann ich Ihnen auch schon zeigen. Es geht um den Radical Rose. Ja, der war für mich so ein bisschen das Aha-Erlebnis, weil Rose durchaus ein bisschen altbacken wirkt und sehr, manchmal würde man sagen, Grandma-Style. Aber hier haben wir eine sehr männliche Rose, wie ich finde. Also die Rose steht natürlich im Vordergrund, die wird man nicht wegdiskutieren können. Aber ich würde sagen, es ist eine Rose, die auch Nicht-Rosen-Liebhaber durchaus mal testen sollten. Also ich mag Rose nicht unbedingt, aber die hebt Rose auf ein anderes Level. Da ist so eine gewisse besonders frische Komponente mit dabei. Die lockert das Thema Rose so auf. Die bleibt auch im Prinzip über dem Verlauf des Duftes ständig präsent. Und man hat ständig diese sehr angenehme frische Rose-Komponente um sich herum. Man hat eine leichte Holzigkeit mit drin. Über den Verlauf hinweg wird er ein bisschen zarter. Das heißt, diese scharfe herbe Rose in der Kopfnote, die wird wesentlich weicher über den Verlauf. Aber so, dass man sich da irgendwie sehr, sehr wohl fühlt. Also es ist ein sehr schön floraler Duft, der sehr gut durch den Herbst bringt. Einfach, weil er halt auch so potent ist. Also der strahlt auch wirklich gut aus. Man wird wahrgenommen, man wird auch darauf angesprochen. Und wie gesagt, der riecht phänomenal gut. Ich hätte das nicht gedacht, dass Rose mich so derart überzeugen kann. Solltest du aber auch mal testen und meine Empfehlung auch hier, probier mal das Discovery Set von Matière Première aus. Da bekommst du einfach mal die komplette Ladung an Düften, die bei Matière Première gerade
zum Kaufen angeboten werden. Kannst dich mal durch alle durchprobieren und bekommst so, glaube ich, den besten Eindruck, was die Marke kann. Denn es gibt noch viele andere tolle Releases. Ich selber würde aber sagen, das hier ist zum Beispiel einer meiner Top-Herbst-Kandidaten von Mathieu Premier. Platz Nummer 1 geht dieses Jahr an ein Haus, was ja eher so ein bisschen bekannt dafür ist, dass die Flakons vorne eine künstliche Verzierung haben, beziehungsweise meistens Kunstmotive aufweisen und so ein bisschen, ich sag mal, so römische Geschichte aufgreifen. Nein, es ist nicht Electimus, über die ich jetzt rede, sondern mein Platz Nummer 1 für die Herbstdüfte in diesem Jahr geht an das Haus Argos und dort an den Triumph of Bacchus, das ist dieser Geselle hier. Ja, dieser Duft ist wirklich, also der hat mich umgehauen, seit ich den das erste Mal gerochen habe. Was haben wir hier? Wir haben hier einen weißen Pfirsich mit grünem Apfel, alkoholischen Noten, die von Rum herkommen und einer Tabakbasis. Also, wenn ihr wollt, der geht so ein bisschen in Naxos ohne Honig, aber schon alkoholisch. Dafür sehr fruchtig. Der wirkt sehr männlich. Der ist unheimlich toll für den Herbst und der hat mich wirklich umgehauen, als ich den das erste Mal gerochen habe. Er ist wirklich sehr markant und sehr präsent. Es ist so ein, ja, ich würde sagen, Statement-Duft. Wenn du sowas suchst, dann empfehle ich dir sehr, mal diesen Duft anzuschauen und nicht auf die Brüder wie etwa Carlyle von Parfums de Mali zu setzen oder ein Red Tobacco. Das ist alles Pipifax Kindergarten gegen diesen Duft. Also allein der Flakon ist eine Wucht, der ist auch massiv schwer, also im Gegensatz zu vielen anderen. Und dieses Duftprofil, diese DNA ist unfassbar schön. Die kannst du super an kalten Tagen tragen. Wenn es ein bisschen milder ist, dann passt er perfekt. Büro würde ich ein bisschen aufpassen, ein bisschen dezenter sprühen, aber für den Alltag grandios toll. Und wenn du abends mal ausgehen möchtest, mit diesem Duft hinterlässt du sicherlich einen sehr guten ersten Eindruck. Der umgibt dich einfach die ganze Zeit und hat so dieses gewisse besondere Etwas, was ich sehr häufig in Düften schätze. Und wie gesagt, ist ein sehr maskuliner Duft. Damit bist du sozusagen der richtige Mann. Also, ich empfehle dir sehr, wirklich meinen Platz 1, den Triumph of Bacchus, mal anzuschauen. Ja, das soll es auch erstmal für die Top 10 gewesen sein, für die Herbstdüfte. Ich danke dir natürlich herzlich fürs Zuschauen. Ja, und würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst und den Daumen hoch drückst. Denn ja, das trägt natürlich dazu bei, dass der Kanal weiter wächst und weiter präsenter wird hier auf YouTube. Und hat für dich natürlich den charmanten Vorteil, wenn du weiter dranbleiben möchtest, deine Duftgarderobe ein bisschen ausbauen willst, dann bekommst du immer einen Hinweis von mir oder von YouTube, wenn es einen neuen Video gibt. Und bis dahin, mach's gut. Tschüss.